In diesem Video bzw. in dieser Videoserie, denn anstatt ein langes Video aufzunehmen, werde ich das in mehrere kurze Teile aufteilen, soll es um verschiedene Lösungen dieser Aufgabe gehen. Wir haben hier eine Spannungsquelle, sozusagen unsere Steckdose, unser Energieversorgungsnetz. Da ist ein Widerstand angeschlossen und parallel dazu eine Kapazität, durch die jeweils ein Strom fließt und aus denen sich dann ein Gesamtstrom ergibt. Und was in dieser Aufgabe hier gefragt ist, ist sozusagen verschiedene Art und Weisen, verschiedene Methoden, verschiedene Varianten, diese Ströme und diesen Gesamtstrom auszurechnen. Und die möchte ich alle diskutieren. Und bevor wir hier mit den Varianten aus der Aufgabe anfangen, würde ich noch eine gern davor schieben, und zwar die, wenn man tatsächlich wirklich im Zeitbereich rechnen würde, was eben eigentlich das einzig physikalisch Richtige und Wahre ist, das, was hier unten passiert. Also hier sollen zwar mal die Zeitfunktionen angegeben werden, aber das Ganze soll ja hier im komplexen Bereich, im Bildbereich, im Frequenzbereich mit komplexen Zeigern stattfinden. So, wenn man das jetzt mal im Zeitbereich machen würde, muss man sich die UI-Beziehung an den Bauelementen anschauen, also an dem Widerstand gilt U ist R mal I oder andersrum geschrieben, I R von T ist U von T durch R. Das lässt sich noch relativ einfach rechnen. Da können wir jetzt diese Spannung da einsetzen. Die Wurzel 2 mal 230 Volt mal die Zeitfunktion Sinus Omega T plus die 30 Grad Phasenverschiebung und das einfach durch den Widerstand teilen. Und der Widerstand ist 23 Ohm, damit sich das hier mal schön einfach rechnen lässt von den Zahlenwerten her. Ohm ist das gleiche wie Volt durch Ampere, kürzen sich die Volts weg, sodass ein Ampere überbleibt, was für den Strom auch gut ist. Und die 230 können wir noch gegen 23 kürzen, dann bleiben hier sozusagen 10 über. Also kriegen wir raus als Strom Wurzel 2 mal 10 Ampere mal die gleiche Zeitfunktion Sinus von Omega T mit einer Phasenverschiebung von 30 Grad. So, an der Kapazität wird das jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch nicht doll, weil das ja immer noch eine relativ einfache Schaltung ist. An der Kapazität gilt, IC ist C mal DU von T nach DT. Und ja, jetzt kann man das einsetzen. Das C ist ein konstanter Faktor, kann nach Faktorregel einfach abgeschrieben werden. Die Wurzel 2 und 230 sind auch ein konstanter Faktor. Die kann man auch einfach abschreiben. Und jetzt ist die Ableitung von der Sinusfunktion ist die Kosinusfunktion, also Kosinus Omega T plus 30 Grad. Und das ist eine verkettete Funktion. Da muss noch die innere Ableitung dazu. Die innere Funktion ist eine Summe, kann man jeden Summanden einzeln ableiten. Und die Ableitung des ersten Summanden ist dann Omega. Und die Ableitung des zweiten Summanden ist 0, weil das eine Konstante ist. So, und jetzt kann man halt schreiben, anstatt 1 durch Omega C, also ich streiche mal hier das Omega und das C durch und schreibe dafür hin, 1 durch Omega C ist ja das gleiche, wie wenn ich hier 23 Ohm unterm Bruchstrich schreibe, oben sind wieder Volt durch Ampere, kürzen sich die Volt weg, hier oben bleibt auch wieder eine 10 über, so dass da jetzt halt rauskommt, das sind Wurzel 2 mal 10 Ampere mal Cosinus von Omega T plus 30 Grad. So, dann können wir an diesem Knoten hier oben einen Knotensatz aufschreiben und können mit dem Knotensatz im Zeitbereich den Gesamtstrom I Gesamt von T ausrechnen, natürlich als Summe von IR von T und IC von T. Ja, und wenn man sich das jetzt anguckt, also was schon mal gut ist, hier steht halt Wurzel 2 mal 10, Wurzel 2 mal 10, aber hier steht eine Sinusfunktion und hier steht eine Kosinusfunktion. Das ist jetzt so ein bisschen unschön. Jetzt kann man in Tafelwerke und Formelsammlungen schauen und dann findet man da so einen Zusammenhang, dass Kosinus von Phi plus Sinus von Phi genau das gleiche ist wie Wurzel 2 mal der Sinus von Phi plus 45 Grad. Und das können wir jetzt hier auch für unsere Formel nutzen, weil wir haben eine Sinusfunktion und eine Kosinusfunktion. Wir haben auch schon einen Faktor Wurzel 2 zu stehen, den nochmal mal Wurzel 2 ergibt, also 2. Und 2 mal 10 ergibt 20, also ist der Gesamtstrom hier 20 Ampere mal
der Sinus von Omega t. Und wir haben ja schon 30 Grad und 30 Grad. Zu den 30 Grad kommen jetzt nochmal 45 Grad dazu. Also sind das in Summe 75 Grad. Und das wäre jetzt erstmal das, was man von Hand im Zeitbereich rechnen könnte, um diesen Gesamtstrom I gesamt von t rauszubekommen. Das Schwierige dabei, das Fiese dabei ist eigentlich diese Ableitung hier. Und das geht jetzt auch, und diese Zusammenfassung hier, das geht jetzt auch nur so gut, weil vor dieser Sinus- und Kosinusfunktion hier immer der gleiche Faktor steht. Deshalb können wir diese Gleichung hier benutzen, die auch die gleiche Phasenverschiebung jeweils haben. Das muss ja notwendigerweise auch nicht so sein. Und wenn zum Beispiel jetzt eben die Schaltung so wäre, dass hier vorne keine Spannungsquelle wäre, sondern eine Stromquelle wäre und eben nicht klar wäre, welche Spannung erstmal in jedem Element anliegt, sondern man sich überlegen müsste, wie teilt sich denn ein gegebener Gesamtstrom auf diese beiden Elemente auf, sodass über beiden Elementen die gleiche Spannung abfällt, dann wäre das auch viel schwieriger zu lösen als das hier, weil wir dann eigentlich schon wirklich auf eine Differentialgleichung kommen würden, die wir lösen müssten. Und also dieser Lösungsweg, so einfach wie der jetzt eben auch noch hier für diese einfache Schaltung funktioniert, für kompliziertere Schaltungen würde das nicht so funktionieren und würde typischerweise auf ein Gleichungssystem von Differentialgleichungen führen, weswegen es dann später besser ist, mit komplexen Zeigern zu rechnen. Das soll es jetzt aber erstmal zu dieser Lösung hier im Zeitbereich gewesen sein.